Hallöchen, liebe Freunde. Herzlich willkommen bei Peru Plays. Live wie immer von der schönsten Insel der Welt. Richtig, von Zypern. So, heute Abend ist es soweit. Ihr seid dran. Denn heute spielen wir zusammen. Wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Wir spielen heute die berühmt-berüchtigte Trivia Murder Party Part 2 in The Jackbox. Und ein sehr freundlicher Host, alias Hotelbesitzer, alias Serienmörder, wird unser Quizmaster sein und ihr könnt mitspielen. Alles, was ihr tun müsst, ist euch mit Jackbox TV verbinden, über Handy oder über Tablet und schon seid ihr mit dabei. So, dazu braucht ihr nur den entsprechenden Raumcode, den ich dann einblende, so wie jetzt zum Beispiel, oder ihr scannt ganz einfach den QR-Code, den ihr auf dem Bildschirm seht und checkt euch ein. Ja, und schon kann das Quizzen und der Spaß losgehen hier heute Abend. Ich hoffe, ihr seid dabei. So, ich werde mich schon mal einchecken. Bam! Peru Plays ist in the house. 7 weitere Spieler können dabei teilnehmen. Ja, und wir warten jetzt hier, bis die ersten Mitspieler kommen. So, ich hoffe, ihr habt eure Tablets oder Handys geladen, ne? Weil die müssen ein paar Minuten durchhalten. Jedenfalls, wenn ihr bis ins Finale kommen wollt hier heute Abend. So, erstmal schon mal die Stimme ölen. Jetzt ist ja noch Zeit, keiner da. So. So, ich hoffe, ihr seid schon mal gut ins Wochenende gestartet. Bei mir wird das Wochenende eher durchwachsen. Ja, ich werde am Wochenende auch ran müssen. Deshalb bin ich persönlich gesagt auch ganz froh, dass ich jetzt erstmal, ja, an diesem Wochenende nicht arbeiten muss. Das ist für meine Begriffe auch völlig okay. Lasst euch bitte durch den Tag von Twitch nicht irritieren. Irgendwie kann er mit The Jackbox nichts anfangen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es wird öfter gespielt, auch hier auf Twitch. Ja, also keine Ahnung, woran das liegt. Gut, natürlich solltet ihr ein Bild haben. Das sollt ihr auch kriegen. Ich muss nur ganz schnell mal hier unser Overlay reinladen. Und da seht ihr gleich auch nochmal alle Informationen, die ihr braucht, auf dem Bildschirm. So, das dauert heute alles ein bisschen länger. Twitch hat mal wieder die App aktualisiert und irgendwie ist die auf einmal sehr langsam geworden. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, immer mal was Neues, ne? So, okay, dann schalten wir um hier. Also Leute, jetzt echt, das ist wirklich zum Kinderkriegen. Das dauert heute ja alles. Sorry, Freunde. Letztes Mal war ich nicht fit, jetzt ist es das Programm. Es ist wirklich unglaublich. Grüße an Streamlabs. Was macht ihr da wieder? Junge, Junge. So. Ich logge mich nochmal neu in meinen Account ein, so dass wir das hier mal gebacken kriegen. So, nutzen wir die Zeit nochmal ganz schnell zur Info. Wir spielen heute Trivia Murder Party. Ihr könnt mitspielen auf Jackbox TV. Alles, was ihr braucht, ist euer Handy oder Tablet. Eins davon. Was davon, ist völlig egal. So, da haben wir jetzt auch das Bild. Lang genug hat es ja auch gedauert. Ja, dazu habe ich mal unser neuestes Overlay genommen. Ich hoffe, es gefällt euch. 7 Mitspieler können sich an unserer heutigen Partie beteiligen. Wenn eine Runde voll ist, einfach mal eine Runde warten und dann wechseln wir einfach mal durch. Ja, also mal, schauen wir mal, wie es heute Abend läuft. So, ich muss jetzt im Hintergrund gerade noch ein bisschen regeln. Das trifft sich jetzt ganz gut. Und ja, das ist nicht Train Simulator 3. So, erstmal schönen guten Abend. Wir spielen heute The Jackbox, die Trivia Murder Party. Wer mitspielt, ist herzlich eingeladen. Raumcode ist eingeblendet. Wer nicht lesen kann, bitteschön. Gib den Raumcode ein, um zu spielen. G, P, C, T. Genau. Und um mitzuspielen, einfach auf Jackbox.tv gehen, Entschuldigung. Und einen Namen eintragen und die Raumnummer GPCT
und ihr könnt an der ersten Runde hier mit teilnehmen bei unserem schaurig schönen Quiz. Achso, ihr könnt alternativ natürlich auch den QR-Code links unten im Bild scannen. Dann könnt ihr euch auch einloggen, da kommt ihr automatisch auf die Seite von Jackbox TV. So, ganz wichtig, ihr müsst dieses Spiel nicht haben. Es reicht einfach, sich auf Jackbox TV einzuloggen. Das Spiel findet dann auf dem Display von eurem Handy oder Tablet statt. Na, also keine Angst, das Spiel muss man nicht haben, um mit dabei zu sein. Genießen wir noch ein bisschen die Musik, lehnen uns zurück. Ist ja Wochenende. Ich habe heute Zeit. So ist es ja nicht. Oh, ich habe sogar VIP-Tickets, sehe ich jetzt gerade. Wie komme ich zu der Ehre? Kriegt man die immer als Host? So, was erwartet euch? Es erwartet euch natürlich Quizfragen. Es wird aber auch Minigames geben. Ne, also da wird auch gerne mal so ein Giftkelch rumgereicht. Ist also schon ziemlich abgedreht, das ganze Spiel. An dieser Stelle natürlich auch nochmal, bevor ich es natürlich vergesse, jetzt bin ich die ganze Zeit am Sabbeln, natürlich Dankeschön an die neuesten Follower auf YouTube und natürlich hier auf Twitch, zum Beispiel dem Dios104AK. Dankeschön für euren Support und wenn euch das Ganze hier auf dem Kanal auch gefällt, dann natürlich lasst gerne ein Like oder Follow da. Vielleicht auch ein Abo, liegt ganz bei euch, müsst ihr entscheiden. Ne? Ich freue mich über jede Art der Unterstützung. Dankeschön dafür im Voraus. Was mich jetzt ärgert, ist natürlich das falsche Tag von Twitch. Also es wundert mich, dass der Jackbox nicht kennt. Es kann natürlich sein, dass es die Edition ist, weil das ist die einzige deutschsprachige Edition. Die umfasst auch nur 3 Spiele, dafür aber alle auf Deutsch. Unter anderem eben halt das Trivia Murder Party. Deswegen hatte ich es mir eigentlich auch geholt. Weil das Spiel hat mir immer sehr gut gefallen, war aber bislang nur auf Englisch verfügbar. Für mich ist so weniger das Problem, aber ich weiß, dass der ein oder andere da draußen nicht so mit dem Englischen bewandert ist. Deshalb spielen wir heute natürlich in der deutschen Version. So, und da wir jetzt ein bisschen Zeit haben, ihr findet mich natürlich auch woanders im Internet. Ne? Zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal unter dem Nick at peruplays1435. Jetzt muss ich tatsächlich selber nochmal nachschauen. Da findet ihr alle Replays ungekürzt, ungeschnitten und unlimitiert forever. Könnt ihr euch also wirklich alles, was hier bis jetzt gelaufen ist, über die gesamten Jahre, sind ja schon über 10, findet ihr da alle. Ne? Und ebenso findet ihr mich natürlich auf Twitter unter PeruPlays 2019. Ja, das war ein paar Jahre her, gibt es aber immer noch den Account. Genauso auf Instagram und wie gesagt auf Twitter. Die ganzen Links findet ihr auch nochmal hier auf meiner Twitch-Seite twitch.tv/PeruPlays. Also würde mich freuen, wenn ihr hier und da auch mal vorbeischaut, beziehungsweise auf YouTube insbesondere auch mal ein nettes Like oder vielleicht sogar ein Abo lasst. Wir arbeiten gerade so an dem 1K-Ziel. Wir sind schon fast bei der Halbzeit, so bei 400 Leutchen. Und es würde mich freuen, wenn wir da auch die Community noch so ein bisschen aufstocken könnten. Kann ich das eigentlich auch alleine spielen? Warte mal. Dann nutzen wir doch mal die Zeit, ne? Wenn nichts los ist, dann... Warte mal. Geht das? Einfach mal aus Neugier. Ja.
Ich liebe diesen Vorspann. Man ist sogar im Vorspann erwähnt, das finde ich sehr entzückend. Willkommen zum tutorialarmen Ausflug zur Trivia-Mörder-Party. Ja. Erste Frage. Welche bereit. Dieser Personen hat einen Ballettschuh patentiert? Im Ernst? Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Martina Navratilova, die ist ja eher sehr mannhaft. Bill Nye kenne ich nicht. Natalie Portman würde ich sagen, nein. Hugh Jackman, ich weiß nicht. Ich nehme die Martina. Und was stimmt? Falsche Antworten werden bestraft. Ja, sehr schön. Okay, bestraf mich. Und hier sind Ihre Koffer. Willkommen in Zimmer 105. Stehen Sie auch so auf diese länglichen, harten Dinger? Bitte? Okay, sorry. Diesmal habe ich es auch gehört. Lassen Sie die Scheiben in das Brett fallen und das Spiel mag ich. Sie den Todeszonen. Okay. Jetzt müssen wir den Chip so positionieren, dass er nicht auf die Totenköpfe natürlich kommt. Okay. Läuft. Man weiß nie, ob sie nach links oder rechts hüpfen, aber runter fallen sie immer. Gott sei Dank. Ja, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich hätte alles zu Todeszonen machen sollen. Ja, denkste. Der Aufzug ist eine Todesfalle. Aber wirklich jetzt. Auf ein neues. Wie heißt Rainer Maria Rilkes bekanntestes Gedicht? Ja, ich bin auch der große Literat hier. Der Löwe, der Jaguar, der Panther, der Tiger. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt alles nichts. Ich nehme mal den Bamba. War das Ihre Wahl? Absolut. Das ist die Antwort. Ja, das und das war geraten. Glück gehabt. Machen wir weiter. Welches hiervon ist eine Legierung? So, Platin, Silikon, Messing, Nickel. Was ist eine Legierung? Bin ich in sowas gut? Nein. Ich sag mal Nügel. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Falsche Antworten werden bestraft. Ich will Ihnen was zeigen. Ja, das glaube ich, dass man mir was zeigen will hier. Willkommen in Zimmer 217. Ich hoffe, Sie mögen Zaubertricks. Okay. Finden Sie eine Stelle in dieser Kiste, um sich zu verstecken. Oh. Hoffentlich sind Sie klaustrophobisch. Okay, ich wähle mal ein Feld. Jetzt schließe ich meine Augen und ramme einfach wahllos das Schwert hier rein. Oh, na super. Autsch. Ach komm. Tot. Maus tot. Ich erwartet, dass sie so schnell sterben. Aber wir sind ja wie eine Katze. Wir haben sie leben. Also nicht ganz. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Dann aber ein Leben mir reicht mir schon. Zeit für die nächste Frage. Auf welcher griechischen Insel befindet sich das Schmetterlingstal? Und das ist jetzt peinlich. Ich lebe auf Zypern, ist ja nahe bei Griechenland, das gehört dazu mehr oder weniger. Aber Schmetterlingstal? Oh je. Ich nehme mal das hier. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Falsche Schande! Antworten werden bestraft. Mehr nach. Holen wir mal die Kelche raus. Ich liebe die Kelche. Die Hälfte der Kelche ist vergiftet. Ja, toll. Ein Kelch, aus dem Sie trinken wollen. Ich nehme aus Risiko den Totenkopf, glaube ich. Warte mal. Sterben Sie.
Ja, nie ist klar. Salut. Mahlzeit. Was Sie getrunken haben. Gott sei Dank. Wenn es unwohl wird, muss das an Ihrer Ernährung liegen. Ich finde die Sprüche ja reizend. Komisch. Es sieht alles genauso aus wie in meiner Kindheit. Dieselben Tapeten, dieselben Glühbirnen, derselbe Aufzug voller verängstigter Menschen. Junge. Er ist schon charmant. Auf ein neues. Zu welcher Gattung gehören Gnus? Oh. Sind Büffel, Bisons, Gnus? Büffel? War das Ihre Wahl? Das ist die Bitte Antwort. Was? Sie gehören zu Antilopen? Werden bestraft. Ihr verarscht Kommen mich doch. Kommen Sie mal mit. Jetzt lernen Sie mal Gehorsam. Oh je. Befolgen Sie mindestens 10 Regeln, bevor die Zeit abläuft. Oh, und, Moment, was, wie, wo? Los! Drücken Sie nicht das längste Wort. Drücke auf ein Wort mit dem Buchstaben F. Drücke auf das kürzeste Wort. Drücke nicht auf das kürzeste Wort. Nicht wahr? Drücke auf ein Wort mit dem Buchstaben M. Ah, fuck! Mist! Ah, drücke auf ein Wort mit Buchstaben V. Fast keine Regelzeit mehr. Drücke nicht auf den dritten Knopf. Was? Junge! Oh Mann, Sie will ich mal eine Anleitung lesen sehen. Lieber nicht. Okay, anscheinend sind Sie noch nicht bereit für meine letzte Runde. Vielleicht nächstes Mal. Junge, Junge, Junge. Zehn Jahre später. Okay. Sie werden es nicht glauben, aber ich habe Junior, das finde ich gut. Abgemurkst, die genauso aussah wie Sie. Komisch. Erste Frage. Wie weit steht man beim olympischen Bogenschießen von der Zielscheibe entfernt? Leute, das sind echt fiese Fragen. Das ist. Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Frage zu beantworten. Wie weit steht man beim olympischen Bogenschießen von der Zielscheibe entfernt? 70 Meter? Keine Ahnung. Und was stimmt? Das macht keinen Spaß. Ha! Machen wir weiter. Welche Tiere leben nicht im Neustädter Zoo? So, Preisfrage. Wer war schon mal im Neustädter Zoo? Ich muss passen. Was haben die nicht? Keine Ahnung. Hirsche? War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Falsche okay. Antworten werden bestraft. Natürlich. Jetzt folgen Konsequenzen. Willkommen in Zimmer 101. Glückwunsch! Sie nehmen an meiner Rubbellos-Tombola teil. Einfach ein Dollarzeichen freirubbeln und Sie überleben. Das ist doch mal ein Gewinnspiel, das sich wirklich Aber lohnt. Wenn Sie nur einen Schädel aufrubbeln, sterben Sie. Ja, dann rubbeln okay. Sie mal. Ich bin sehr gespannt. Wir wissen ja, was Miete bedeutet. Ach übrigens, wenn ihr bei der nächsten Runde mitspielen wollt, ganz einfach auf Jackbox.tv gehen mit eurem Handy oder Tablet und die Raumnummer GPCT eingeben, dann seid ihr mit dabei. Ich bin enttäuscht von dir. War das ein Zeitsprung? Wie krass! Versuchen Sie diesmal länger am Leben zu bleiben, ja? Zeit für die nächste Frage. Okay. Wie viele bunte Punkte befinden sich auf einer Twister-Matte? Ganz ehrlich, wer hat die gezählt? Wer von euch hat die jemals gezählt? Boah, 24? War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Tja, das wollte ich jetzt nicht. Auf ein neues. Wie heißt die Position im Ballett, wenn die Füße und die Arme jeweils auf Hüftbreite stehen? Alter Mann im Stehen? Ich weiß, was ist das?
Was, Moment. Wenn die Füße und Arme jeweils auf Hüftbreite stehen, wie sieht denn das aus? Position, oder? War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Falsche Antworten werden bestraft. Mir nach. Habe ich nicht Position gewählt? Habe ich jetzt was in den Augen? Sie haben 45 Sekunden, um aus diesem Raum zu entkommen. Sonst sterben Sie. Ganz schön stressig, nicht wahr? Sie müssen doch einfach nur eine Pause machen und tief durchatmen. Wenn Sie dann weitermachen, bin ich mir sicher, dass Sie es verstanden haben. Nicht wirklich? Okay. Oh, fällt Ihnen die Antwort langsam ein? Noch nicht, ehrlich gesagt. Nein! Ich komm hier nicht raus. Werden Sie sich richtig ärgern? Ich glaube, ich werde mich ärgern. Oh, war das zu abstrakt für Sie? Absolut. Werden wir mal etwas konkreter. Ruhe sanft. Sie haben es schon wieder vermasselt. Na schön, dann sehen Sie meine coole letzte Runde halt nicht. Junge, Junge. So, Freunde. Das ist für euch die Chance, dass ihr euch mit einklingt. Und mitspielt. Einfach Handy oder Tablet zur Hand nehmen, Jackbox TV eingeben. Gebt euch einen Namen und dann kriegt ihr von mir auch gleich eine neue Raumnummer. So, und hier kommt die neue Raumnummer. Gib den Raumcode ein, um zu spielen. K-T-D-H. So, ich muss jetzt selber mal gerade hier tippen auf mein Handy. So. Bam. Und da bin ich schon. Und wenn du mitspielen willst, ganz einfach jetzt auf Jackbox TV geben und K-T-D-H eingeben, deinen Spielernamen. Und schon bist du dabei bei der nächsten Runde. Du musst dieses Spiel übrigens nicht selber haben. Das ganze Spiel läuft auf deinem Handy bzw. Tablet. Ansonsten hauen wir gleich noch eine Übungsrunde durch. So ist es ja nicht. So, jetzt kann ich mal schnell hier nochmal die Stimme ölen. Guti, wir haben einen Lurker, das heißt, das spiele ich dann einfach allein. Spiel wieder allein. Dann seht ihr auch, wie es funktioniert. Insofern kein Problem. Bam. Auf geht's. Gut, auf geht's in eine neue Runde. Okay, erste Frage. Welcher Planet ist ungefähr so groß wie die Erde? Mars, Uranus. Sie Ihre Geräte, um die Frage zu beantworten. Also Mars ist deutlich größer, das weiß ich. Saturn, Venus. Boah, gute Frage. Ich würde sagen Venus. Und was stimmt? Yes. Geraten. Stimmt, geraten, aber gewonnen. Machen wir weiter.
Welche der Golden Girls ist keine Witwe, sondern geschieden? Oh, das ist schlimm. Ich glaube, ich wusste das mal. Ich glaube, das war Dorothy. War das Ihre Wahl? Das ja. ist die Antwort. Schlimm genug, dass ich es wusste, aber... Ich muss meine Autoren feuern. Auf ein neues. Woran ist nach gängiger Meinung Tutanchamun gestorben? Wurde die nicht vergiftet? Warte mal, Lebensmittelvergiftung, gebrochenes Bein, in der Badewanne, nee, alt ist der nicht geworden. Gebrochenes Bein, nee. In der Badewanne ertrunken, nein, das ist nicht Whitney Houston. Also, ich glaube tatsächlich, das war die Lebensmittelvergiftung. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Bitte? Moment, an einem gebrochenen Bein gestorben? Bestraft. Wie macht man das? Ich will Ihnen was zeigen. Na toll. Willkommen im Mörderzimmer. Mathe, eines der unbeliebtesten Minispiele. Rechnen Sie so viel Sie können, bevor die Zeit um ist. Wenn Sie nicht mindestens 10 lösen. Na gut, dass jetzt keiner zuschaut. So, 7 plus 5. 3. 10. So. Es ist schön, bei dieser Gelegenheit die Grundrechenarten zu bewerben. Oh, eingefroren. Best! Nur noch Zeit für ein paar Berechnungen. Ah, eine zu wenig. Echt jetzt? Haben Sie sich wohl verrechnet? Ach komm. Wer wird denn so klein sein? So früh im Spiel schon zu sterben, muss Ihnen ganz schön peinlich sein. Hei, hei, hei. Moment, Sie kriegen keinen neuen Versuch, wenn Sie vor der letzten Runde gestorben sind. Okay. Den Bug melde ich lieber den Entwicklern. Jedenfalls, Zeit für die nächste Frage. Ist es ein Bug oder ist es ein Feature? Wer ist der Napoleon des Verbrechens? Ah, das glaube ich, weiß ich noch. Das war, Monet, der Napoleon des Verbrechens. Hercule Poirot war ja ein Kommissar. Arsène Lupin? Was? Arsène Lupin? Warte mal. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Professor Moriarty. Falsche Antworten, der Gegenspieler von Sherlock Holmes. Es ist Zeit. Mist. Willkommen in Zimmer 237. Wir spielen Unglücksrad. Oh, schön, das mag ich. Oh, ganz viel Tod. Schubsen Sie's mal an. Okay, ich setze alles auf Tod. War mir klar. Bazinga! Sie können Super. Nicht am Leben bleiben und ich kann Sie nicht immer wieder zurückholen. Das war's. Tschüssikowski. Peru Plays, schlecht gedreht. 30 Sekunden im Angebot. Ja, sehr schön. So, wir gehen dann mal zurück zum Spielmenü. So, wir spielen heute The Jackbox Trivial Murder Party. So, und wenn ihr da mitspielen wollt, kein Problem. Ihr müsst auch das Spiel nicht haben. Ganz einfach einloggen mit eurem Handy oder eurem Tablet. Im Browser auf Jackbox TV gehen. Das gesamte Spiel läuft auf eurem Handy bzw. Tablet-Bildschirm. Ganz einfach. So, jetzt gibt's einen neuen Raumcode. Bitteschön. Raumcode? Hier bitte. Q, Y, C, J. Sudele. Zack. Tading. So, wir warten wieder einen kleinen Moment, ob jemand reinschaut und vorbeischaut hier im Foyer und sich einen Zimmerschlüssel holt. So, die Spielregeln sind ganz einfach. Geh mit deinem Handy oder Tablet auf Jackbox TV und check ein oder nutze den Scan unten links im Bildschirm, den QR-Code und dann kommst du automatisch auf die Seite. Einfach einloggen und schon ist man im Spiel mit dabei. So, und bis es soweit ist, spiele ich noch eine Runde.
Im Hotel wurde der Kampf einer Fliegung dieser Generation entdeckt von einer Luftbewegung verprügelt geführt. So, da sind wir wieder zurück im Mörderhotel. Willkommen. Na gut, erste Frage. Wo steht der unabsichtlich schiefste Turm der Welt? Na, ist es nicht Pisa? Benutzen Sie Ihre Geräte, Italien, oder? Um die Frage zu beantworten. Und was stimmt? Was? Falsche Antworten werden bestraft. Kommen Sie mal mit. Also wenn er mir wenigstens sagen würde, wo das denn in Deutschland ist, das wäre schon interessant. Zimmerservice, wir sind in Zimmer 113. Das Spiel mit den Stiften. Lassen Sie die Scheiben in das Brett fallen und entgehen Sie den Todeszonen. Okay. Lass die Spiele beginnen. Okay. Suchen Sie sich eine... Na, mach kein Mist. Aufregend. Mach kein Mist. Na, na! Gott sei Dank. Leute, das war knapp. Ganz knapp. Wenn Leute nicht sterben, macht mich das unglücklich. Na, endlich mal Punkte hier. Immer weiter, egal wie Ihre Punktestände sind. Machen wir weiter. Wer benutzt ein Falzbein? Einfach, bitte was? Ein Falzbein? Ein Chirurg, ein Metzger, ein Fußballtrainer, ein Halbwerker. Das ist bestimmt das, woran man nicht denkt. Ich nehme jetzt mal den Fußballtrainer. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Falsche Antworten? Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Jetzt folgen Konsequenzen. Bonjour. Willkommen zurück im Mörderzimmer. Ja, ich liebe Cousin Alois alte Zauberattrappen. Wählen Sie eine Stelle in der Kiste zum Verstecken. Oh ja. Manche Stellen sind besser als andere. Ich nehme mal die hier. Und ich stecke das Schwert einfach in eine beliebige Stelle. Und jetzt bitte sticheln. Na? Haha. So, nächste Runde. Bin mal gespannt. Auf ein neues. Wie lautet der offizielle Name des Schlägers beim Crockett? Wer kommt auf solche Fragen? Wedge, Hurley, Mollet, Crockett. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Ach komm, wer soll denn das wissen? Falsche Antworten werden bestraft. Mehr nach. Spielen wir Kelche. Die Hälfte der Kelche ist vergiftet. Wählen Sie einen Kelch, aus dem Sie trinken wollen. Ja, dann nehme ich doch traditionell wieder meinen Totenkopf-Kelch hier. Schlürf, schlürf. Mal sehen, was Sie getrunken haben. Mahlzeit. Ah! Es hat funktioniert. Kaputt. Ich liebe es, wenn was funktioniert. Aber nicht für mich. Huiuiuiui, Sie sind aber schnell draufgegangen. Hey, aufwachen! Sie hatten einen Albtraum, dass Sie vor der letzten Runde gestorben sind. Okay. Noch einmal passiert das. Noch eine Chance. Zeit für die nächste Frage. Wer ist Gatsbys große Liebe in Der große Gatsby? Alter, hab ich das schon mal gelesen? Scarlett O'Hara kann es nicht sein, das war von Winifred Weed. Daisy Buchanan, Rosamund Clifford. Myrtle Wilson, was sind das für Namen? Scarlett O'Hara kenne ich noch. Der Rest ist mir komplett unbekannt. Ich nehme mal die Rosamund hier. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Falsche Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Werden bestraft. Ich will Ihnen was zeigen.
Also ich glaube, ihr habt heute gute Chancen gegen mich zu gewinnen. Also es das sollte ist ganz leicht gehen. Oh, je, je. Befolgen Sie mindestens 10 Regeln, bevor die Zeit abläuft, oder Sie sterben. Die Regeln stehen schon auf Ihrem Gerät. Los, los! Ich frag mich, ob mir gerade überhaupt jemand zuhört. Pilzkopf, Pilzkopf, Heikacke, Bielefeld. Was redet der? Die Regelzeit geht dem Ende zu. Gott sei Dank. Schön für Sie. Ich hoffe, mein Sarkasmus kommt rüber. Ja, er kam rüber. Sehr deutlich sogar. Der gönnt einem auch nichts, ne? Zum Serienmord habe ich wohl von beiden Seiten der Familie. Keine Ahnung, woher mein Verlangen nach Aufmerksamkeit kommt. Aber bestimmt nicht von meinem Vater. Machen wir weiter. Wer ist ein französischer Vampir? Ein französischer Vampir. Edmond Dantès, Lestat de Lioncourt, Claude Frollo, der Vicomte de Valmont. Der Vicomte klingt ja schon mal nach was, ne? Aber ich nehme mal den Lestat. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Geraten, aber richtig. Zu einfach. Auf ein neues. Statt des Eiffelturmes hätte man in Paris beinahe welches kolossale Bauwerk errichtet? Das ist eine gute Frage. Einen riesigen Leuchtturm, eine riesige Bullanlage, ein riesiges Zeltdach, ein riesiges Karussell. Muss ich raten. Ich nehme mal hier diese Bulle, das ist ja dieses Spiel da. War das Ihre Wahl? Das ist die nee. Antwort. Was? Ein Leuchtturm in Paris? Wo ist das Wasser für ein Leuchtturm? Die Franzosen. Sie bekommen das langweiligste aller Geschenke. Ein Rubbellos. Einfach drei Dollarzeichen freirubbeln und Sie überleben. Klingt einfach, aber schon das erste Feld, das kann doch nicht sein. Wenn Sie meinen, ich lasse Ihnen das durchgehen, nur damit Sie in die letzte Runde kommen, haben Sie sich geschnitten. Ciao. Junge, 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 Junge. So. Da hier jetzt gerade nichts los ist, machen wir einfach mal weiter. Schön, dass Sie nochmal eine Nacht hier verbringen. Hier wird Loyalität belohnt und falsche Antworten werden bestraft. Erste Frage. Wie heißt das bekannte Brettspiel, bei dem märchenhafte Gegenstände unter Bäumen gesucht werden? Gegenstände unter Bäumen? Der magische Zwergenwelt, Sagerland, das verrückte Labyrinth, Hexentanz. Also Bäume, gut, ich würde auf den magischen Zwergenwald tippen. Ich kenne das Spiel nicht, aber bitte. Und was stimmt? Sagerland. Also unnützes Wissen. Hier könnt ihr es lernen auf unserem Kanal heute Abend. Sie haben 45 Sekunden, um aus diesem Raum zu entkommen. Das ist ein Spiel, das ich nicht begreife. No way. Sie müssen doch einfach nur eine Pause machen und tief durchatmen. Wenn Sie dann weitermachen, bin ich mir sicher, dass Sie es verstanden haben. Was meint er mit der Pause? Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Das ist ein Spiel, das sich mir nie erschlossen hat. Wenn Sie drauf kommen, werden Sie sich richtig ärgern. Ich glaube auch, aber ich bin noch nicht darauf gekommen. Immer noch nicht. Oh, war das zu abstrakt für Sie? Werden wir mal etwas konkreter.
nicht erwartet, dass sie so schnell sterben. Na super. Seltsam. Ich hätte schwören können, dass sie alle gerade gestorben sind, bevor sie es in die letzte Runde geschafft haben. Aber das war wohl Einbildung. Zeit für die nächste Frage. Die Filme welcher Produktionsfirma beginnen mit einem brüllenden Löwen? Okay, das ist schon fast zu einfach. Das ist natürlich legendär. Das ist Metro-Goldwyn-Mayer. Komm. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Viel zu leicht. Ha! Machen wir weiter. Worauf spezialisiert sich ein Apidologe? Davon habe ich nicht die geringste Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, Beta-Heilkunde, ich nehme das ganz einfach mal. Übrigens, wenn ihr in der nächsten Runde mitspielen wollt, einfach anmelden auf dem Handy oder Tablet auf Jackbox TV, dann seid ihr mit dabei. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Falsche Antworten werden bestraft. Wer weiß denn jetzt sowas, bitte? Konsequenzen. Willkommen in Zimmer 237. Alle auf Ihre Matte. Rechnen Sie so viel Sie können, bevor die Zeit um ist. Wenn Sie nicht mindestens 10 lösen, sterben Sie. Okay. Los geht's. Ab die Post. Ja, ich muss gerade vor mich hinrechnen. Ich hatte gedacht, das macht mehr Spaß beim Zusehen. Die Zeit ist so gut wie vorbei. Ah, Mist. Aber ich habe schon 10, oder? Ja. Ach, Mist. Nicht durchgefallen. Das war aber knapp, Leute. Ein neues. Wie nennt man den Wasserbus in Venedig? Ja, Bingo. Wieder mal eine Frage, die ich über... Aber Moment, das ist die Gondola, oder? Nehmen wir mal. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Ah, Mist. Falsche Antworten. Also wenn ihr sowas wisst, könnt ihr in der nächsten Runde mitspielen. Jackbox TV, einfach raufgehen mit einem Handy oder Tablet und den Raumcode eingeben, dann seid ihr in der nächsten Runde mit dabei. Zeit, sie dem Unglücksrad auszusetzen. Okay, dann drehen wir mal ordentlich am Rad hier. Wenn sie kotzen müssen, macht das ihren Tod noch viel tragischer. Wer will das? Ganz ehrlich, ah, Tod durch Nägel. Es ist sie super abartig. Haben noch vor der letzten Runde versagt? Schon wieder? Ich hab's echt versucht. Tschüssi. So, jetzt muss ich mal einen Schluck nehmen hier. Durch die Straßen, spät in der Nacht. Haben wir da echt einen Soundtrack? Im Ernst, Schlagertitel. Na super. Nee, das höre ich mir nicht an. Ich brauche jetzt keinen Schlager. Das macht mich fertig, Freunde. Ganz im Ernst. So. Wir starten mal eine neue Runde gleich. So. Ich gebe schnell mal den Raumcode ein. Das ist jetzt NDKH oder ihr scannt einfach den QR-Code mit eurem Handy oder Tablet und dann könnt ihr mitspielen. Ganz einfach. So, nochmal sorry wegen dem falschen Tag. Das war nicht beabsichtigt, sondern ist so von Twitch gesetzt worden. Irgendwie The Jackbox kennt Twitch nicht, also die deutsche Version von Jackbox ist bis jetzt nicht korrigiert worden. Sorry, wenn ihr jetzt reingekommen seid, um Train Sim World 3 zu sehen. Das war tatsächlich unser letzter Stream. Das wurde einfach von Twitch so übernommen. Ja, sorry. Ne? Nicht meine Schuld.
Können wir das irgendwo überspringen? Sag mal hier immer das Intro. Kann man das? Kann man das? Kann man es nicht? Nee, kann man nicht. Na gut. Okay, erste Frage. Los geht's. Wer war Dom Pérignon? Das klingt für mich nach einem guten Wein. Benutzen Sie Ihre Geräte, so, jetzt mal gucken. Um die Frage zu beantworten. Ein französischer Chemiker, ein Benediktinermönch, ein italienischer Monarch, ein spanischer Eroberer. Dom, ist das, warte mal, aus welcher Sprache kommt Dom? Pérignon? Ich würde jetzt, warte mal, ich gehe auf Französisch. Was stimmt? Falsche Antworten werden bestraft. Ich will Ihnen was zeigen. Ach ja. Willkommen in Zimmer 113. Tut mir leid, der Föhn ist gerade defekt. Na, bestimmt in die Badewanne gefallen. Stifte! Lassen Sie die Scheiben in das Brett fallen und entgehen Sie den Todeszonen. Okay. Okay, wo lassen wir das Ding am besten fallen? So, machen wir es mal so. Unmöglich zu sagen, was passieren wird. Ach. Shit, das war knapp. Sie wissen, was das heißt. Ja, tot. Haben Sie nur die paar Fragen geschafft? Um Ihren Vater zu zitieren, ich bin enttäuscht von dir. Danke. Ist fast ein Kompliment. Wenn ihr auch mitspielen wollt in der nächsten Runde, einfach einloggen bei Jackbox TV mit dem Tablet oder Handy, dann seid ihr mit dabei. Sehen wollen, wenn es diesen Fehler korrigiert hat, vertun Sie Ihre zweite Chance nicht. Zeit für die nächste Frage. Was ist nicht nur ein weiblicher Vorname, sondern auch die Bezeichnung für einen Hosenschnitt? Mit was? Marilyn Aldrin Shirley Marlene. Bitte ein Hosenschnitt? Ich tippe jetzt irgendwas. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Falsche Antworten werden bestraft. Kommen Sie mal mit. Der Witz ist, dieses unnütze Wissen werde ich mir niemals merken. Bonjour. Willkommen zurück im Mörderzimmer. Ach, der alte Trick mit den Schwertern. Wählen Sie eine Stelle in dieser Kiste, um sich zu verstecken. Bei echten Zaubershows wurden Verletzungen durch Sicherheitsmechanismen verhindert. Okay, Sie verstecken sich und mein Schwert wird Sie finden. Ich hoffe nicht. Schlitz. Ich hasse Irreführung. Ich hätte das Spiel komplett im Erdgeschoss einrichten sollen, wenn ich so darüber nachdenke. Man lernt doch immer was dazu. Machen wir weiter. Woraus wird Zimt gewonnen? Das ist eine gute Frage. Aus Baumwurzeln, aus Zweigen, aus Baumrinde, aus einem Busch. Zimt, warte mal, wie sieht Zimt aus? Wir tippen aus Baumwurzeln oder aus einem Busch? Ich weiß nicht was, eins von beiden. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Aus Baumrinde. Falsche Antworten. Hätte ich das vorher gewusst, Leute. Jetzt folgen Konsequenzen. Ich glaube, ich mag es jetzt ein bisschen weniger. Mein alter Favorit, Kelche. Die Hälfte der Kelche ist vergiftet. Okay, mein beliebter Totenkopfkelch ist nicht dabei. So, was nehmen wir denn? Wir nehmen den grünen, der sieht richtig gut aus. Erfrischend. Mal sehen, was Sie getrunken haben. Ja, genau falsch, natürlich. Mein Glück. Deswegen liebe ich dieses Spiel. Manchmal wird jemand vergiftet. Ich
verschone sie nicht nochmal, nur damit sie in die letzte Runde kommen. Diesmal bleiben sie tot. Ach komm. Das ist ja böse. Komm, das lass ich nicht auf mir sitzen. Einen machen wir noch. Sie sind zurück. Kann ich Sie für unser Mörderhotel Prämienprogramm mit ermäßigtem WLAN interessieren? Bitte was? Erste Frage. Wie heißt kein Film über den Bernhardiner Beethoven? Okay, da bin ich mal gespannt. So, eine Familie namens Beethoven, Beethoven am Meer, Beethoven am Schatz, so rein Hunden im Mund. Ich nehme mal 2. Und was stimmt? Jawohl. Wie nervig. Auf ein neues. Wo wird als erstes das neue Jahr gefeiert? Oh, das ist schwer. In San Francisco, Auckland, Tokio, Bangladesch. Keine Ahnung. Ich nehme Auckland. Klingt sympathisch. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Das stimmt sogar. Okay. Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Machen wir weiter. Welche Insel bei Venedig ist bekannt für ihre Glaskunst? Torcello, Mazzopo, Burano, Murano. Ich glaube, eins von den letzten beiden ist es. Lass mich überlegen. Zeit läuft, ey. Ich nehme Murano. Ich nehme Murano. Murano nehme ich. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Yes, Sir. Vergessen Sie's. Sie kommen jetzt mit mir. Bitte was? Ich war doch richtig. Willkommen im Zimmer. Wie jetzt? Das ist Link. Ich hoffe, Sie können Anweisungen befolgen. Befolgen Sie mindestens 7 Regeln, bevor die Zeit abläuft. Okay. Oder Sie sterben. Es geht bereits los. Die Regeln sind auf Ihrem Gerät. Ich kenne noch ein anderes Spiel, das so heißt. Schlechtwetterkegeln. Also Regeln. Fast keine Regelzeit mehr. Ha! Ach, gut. Geht doch. Sie haben alle Regeln befolgt. Sie verdammter Streber. Muss auch mal sein. Endlich mal Punkte hier auf dem Konto. Ich dachte schon, ich boost hier heute Abend nur ab. Auf ein neues. Welchen Anteil am Gewicht eines Hühnereis hat die Schale? Bitte was? Das Gewicht? 2%, 7%, 11%. Das kann jetzt gar nicht so viel sein, oder? 2% vielleicht ein bisschen wenig, aber ich würde sagen 7%. War das Ihre Wahl? Das ist die tatsächlich, 11%. Falsche Antworten. Zehntel. Werden bestraft. Mehr nach. Hätte ich nicht gedacht. Willkommen in Zimmer 237. Glückwunsch. Sie oh nee. An meiner Rubbellos-Tombola teil. Ich habe das Gefühl, man kann das nicht gewinnen mit dem Rubbellos. Das ist mir. Junge, das ist fies. Aber ich fange jetzt mal in der Mitte an. Einen Schädel aufrubbeln, sterben Sie. Rubbeln Sie schon! Okay. So, einen habe ich noch. Warte mal. Ach ja, wenn Sie... Wir Ach, kann's ja, doch nicht sein. Was eine Niete bedeutet. Ehrlich? Das hätten Sie besser hinkriegen können. Ja, ist klar. Seltsam. Ich hätte schwören können, dass sie alle gerade gestorben sind, bevor sie es in die letzte Runde geschafft haben. So viel zum Thema Wiedergeburt. Zeit für die nächste Frage. Was ist eine Regatta? Ja gut, das sollten wir wissen. Ja, Bootsrennen, hallo? War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Geht doch. Ach, Mist. Machen wir weiter. Wie heißt der kleine Hut vom Papst? Nicht der große, sondern der kleine.
Was? Patatino, italienisch für kleine Kartoffel, Zucchetto, Polpetto, Topolino, kleine Maus. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung, aber ich tendiere zu Polpetto. Das klingt irgendwie gut. Nehme ich mal. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Zucchetto, kleiner Kürbis. Was hat das mit dem Hut zu tun? Das sieht ja auch nicht aus wie... Naja, gut. Aber vielleicht sah er früher mal so aus, keine Ahnung. Sie haben 45 Sekunden, um aus diesem Raum zu entkommen. Okay, und da bin ich mir völlig sicher, dass ich das wieder nicht packen werde. Sie müssen doch einfach nur eine Pause machen und tief durchatmen. Wenn Sie dann weitermachen, bin ich mir sicher, dass Sie es verstanden haben. Ich bin bis heute am Rätseln, was dieses Spiel von mir will. Die Antwort langsam ein. Aber schauen wir mal. Ich fürchte, ich bin gleich wieder tot, Leute. Wenn Sie drauf kommen, werden Sie sich richtig ärgern. Da bin ich mir sicher und ich weiß auch, dass ich mich ärgern werde, weil die Zeit ist gleich um. Oh, war das zu abstrakt für Sie? Werden wir mal etwas konkreter. Das ist konkret. Autsch. Diese zweite Chance haben Sie wirklich vertan. Eine dritte bekommen Sie nicht. So, und jetzt habt ihr wieder die Chance mitzuspielen. Wenn ihr Bock habt, auf eine schaurig schöne Runde, ganz einfach Handy oder Tablet zücken, Jackbox TV eingeben oder ganz einfach gleich den QR-Code scannen, den ich euch hier gerade einblende. Und der Raumcode, wenn ihr es selber eingeben wollt, ist der hier. Gebt den Raumcode ein, um zu spielen. G, Q, E, A. Genau. Wenn ihr die nächste Runde mitspielen wollt, einfach den Code eingeben. Ihr braucht dafür das Spiel nicht besitzen. Einfach nur einloggen bei Jackbox TV und los geht's. So, da habe ich mich schon mal eingecheckt. Ich mache jetzt noch ein bisschen Lungenpflege und warte, ob noch jemand mitspielt. Ansonsten machen wir noch eine Runde. Und ja, wenn da keiner mitmachen will, dann soll es für heute gewesen sein. So, es ist natürlich ärgerlich, dass Twitch das Spiel falsch taggt. Sorry, Freunde, kann ich leider nichts machen. Scheinbar kennt Twitch nicht die deutsche Jackbox-Version. Deshalb sorry, wenn ihr hier gerade reingerutscht seid und Train Sim World 3 erwartet habt. Das gab es gestern hier. Das hat Twitch einfach mal so übernommen. Sorry, Freunde. Wir spielen heute Jackbox und zwar Tria Murder Party. Wenn ihr also Bock habt auf ein schaurig schönes Quiz, dann einfach auf Jackbox TV gehen und einchecken mit dem Raumcode GQEA. Und schon spielen wir zusammen live hier auf Twitch. So, das Spiel müsst ihr übrigens selber nicht haben. Das gesamte Spiel findet auf eurem Tablet oder ja, auf dem Smartphone statt. Ne? Ganz easy. Und alles auf Deutsch, ganz wichtig. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt beim Einchecken, einfach in den Chat schreiben, dann helfe ich euch weiter. Gut, da würde ich sagen, warte ich noch 10 Sekunden. Ansonsten machen wir noch eine Runde und dann lassen wir es dabei bleiben, wenn keiner spielen will. Macht das ja auch keinen Sinn, ne?
So, Gudi. Wenn keiner mitspielen will, dann spiele ich jetzt für euch noch eine Runde. Und dann lassen wir es gut sein. Man kann es ja nicht erzwingen, ne? So. Ich habe auf jeden Fall Spaß. So, auf zur letzten Runde. Na gut, erste Frage. Was ist ein russischer Bär? Ich würde mal sagen, in erster Linie ein russischer Bär, oder? Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Frage zu beantworten. Also, in Schmetterling würde ich so nicht nennen. Heuschrecke, eine Zikade. Ja, das geht ja beides so in dieselbe Richtung. Käfer. Ich nehme den Käfer. Und was stimmt? Tatsächlich, ein Schmetterling. Wer nennt einen Schmetterling einen Bären? Ich will Ihnen was zeigen. Ja, natürlich. Willkommen in Zimmer 113. Mathe, sie ist zurück, Baby. Ah, super. Sie so viel Sie können, bevor die Ironie aus. Wenn Sie nicht mindestens 10 lösen, sterben Sie. Ja, dann rechnen wir mal um unser Leben, würde ich mal sagen, ne? So, ja, ich muss jetzt hier mit Gunther ein bisschen rechnen. Ich hoffe, das haut hin hier, das Ganze. So, das ist... Mein Onkel war übrigens Mathelehrer. Nein, sorry. Mein Onkel hat mal einen Mathelehrer gegessen. Bitte was? Gleich heißt es, zahlen bitte. Ja, doch, Gehirn gehauen. Geht doch. Ich muss mir schwerere Rechenaufgaben ausdenken. Falls Sie Ihr Punktestand interessiert, hier sehen Sie ihn. Ja, ist es nicht so der Bomber, aber immerhin, wir leben noch. Auf ein neues. Was macht ein Marienkäfer, wenn man ihn erschreckt? Er macht Pipi. Stürzt sich auf den Angreifer, flattert mit den Flügeln, um andere Marienkäfer zu warmen, setzt eine stinkende Flüssigkeit frei, gibt ein schrilles Geräusch von sich. Habt ihr mal einen Marienkäfer erschreckt? Also ich würde, boah. Ich glaube, ich nehme die Flüssigkeit. War das Ihre Wahl? Das ist jawohl die Antwort. Jo, Mann. Zu einfach. Machen wir weiter. Welcher Vulkan hat Pompeji zerstört? Das dürfte gar nicht so schwer sein, oder? Pompeji? Der Vesuv. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Alter, jetzt drehen wir aber zum Schluss nochmal auf das hier. Das macht keinen Spaß. Wir schon? Auf ein neues. Welche Sprache verwendet das kyrillische Alphabet? Englisch, Griechisch, Russisch, Mandarin. Der Kyrillisch ist, Russisch, oder? War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Aber jetzt geht's aber los hier. Sie kommen jetzt mit mir. Er ist so gerne unfair. Ich hab doch richtig geantwortet. Willkommen zurück im Mörderzimmer. Schauen Sie mal, das Unglücksrad. Okay, ich darf am Rad drehen. Sehen Sie schon, das macht Spaß. Also gleich im Anschluss nochmal die letzte Gelegenheit mitzuspielen. Unter jackbox.tv auf dem Handy oder Tablet einfach eingeben und einchecken. Oh nein, das hätte ich ja nie erwartet. Für einen Moment dachte ich, dass Sie es in die ärgerlich letzte Runde schaffen, aber doch nicht. Ah, ich krieg glaube ich noch eine Chance, warte mal. Hey, aufwachen! Sie hatten einen Albtraum, dass Sie vor der letzten Runde gestorben sind. Noch einmal passiert das aber nicht. Zeit für die nächste Frage.
Wie viele Strikes muss man in Folge werfen, um beim Bowling ein gutes Spiel abzuliefern? Warte mal. 12 ist zu viel, oder? Wie viele Strikes für ein perfektes Spiel? 10 oder 12 tendiere ich hin, warte mal. Ich sag mal 10. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Natürlich genau die falsche. Mist. Werden bestraft. Mehr nach. Wenn das nicht mal ein Fall für ein neues Minispiel ist. Das ist ein geiles Spiel, man hat wenigstens die Chance zu gewinnen. Die Scheiben in das Brett fallen und entgehen Sie den Todeszonen. Okay, wir müssen einfach nur den Chip in die richtige Richtung lenken. Obwohl, das ist diesmal nicht so gut verteilt hier. Warte mal. So, jetzt mal das im Fall. Man muss die Schwerkraftfeste feiern, wie sie fallen. Na komm schon, mach keinen Scheiß hier. Na komm! Und? Yes, okay. Komm schon, das sollte Leute in den Tod reißen. Aber nicht heute. Hier wurde nicht viel verändert, seit ich ein Kind war. Derselbe Teppich, dieselben mannigfaltigen Blutflecken. Ach, da werden Erinnerungen wach. Ja, die guten alten Zeiten. Machen wir weiter. Wo befindet sich das Kreuzband? Okay, alle haben in Biologie aufgepasst, hoffe ich. So, Kreuzband. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Oh, glatt vertippt hier. Werden bestraft. Jetzt folgen Konsequenzen. Autsch. Zeit für meine Lieblingsillusion. Wählen Sie eine Stelle in der Kiste zum Verstecken. Okay. Ich suche mir mal ein nettes Fleckchen. Ich ramme es einfach rein, ohne hinzuschauen. Magie. Was nicht erwischt. Unterhaltsam sein, herrje. Also ich finde schon sehr unterhaltsam, dass ich überlebt habe. Dankeschön der Nachfrage. Auf ein neues. Wie heißt das bekannte Gemälde von Salvador Dali mit den schmelzenden Uhren? Die schmelzenden Uhren? Ich weiß, das Schicksal der Narren, die Wüste der Ewigkeit, die Kirche des Messers, die Beständigkeit der Erinnerung. Das klingt gut, das nehme ich. War das Ihre Wahl? Das ist die Antwort. Juhu! Wie nervig. Das dauert ja ewig. Und ich muss noch das Blut rausspülen, bevor die nächsten Gäste kommen. Beeilen wir uns etwas. Okay, bin dafür. Oh, jetzt geht's los. Dass Sie es lebendig hierher geschafft haben. Aber können Sie auch entkommen? Das erste Mal im Finale heute. Hier ist Ihre erste Kategorie. Linien der Londoner U-Bahn. Tippen Sie auf jede Antwort, die in die Kategorie passt. Und drücken Sie dann auf Abschicken. Oh, jetzt müssen wir raten. Circle Line, Victoria Line und Princely Line. Schauen wir uns die richtigen Antworten an. Okay, hat geklappt. Ein Schritt weiter. Wodka-Marken. Wer kennt sich mit Wodka aus, Leute? Ich null. Keine Marke sagt mir was. Die Zeit nicht ist eine. Ich muss tippen. Hier kommt die nächste Frage. Bösewichte bei Darkwing Duck. Schau ich da... Leute, ich schau sowas nicht. Fiso Duck klingt doch nett. Den nehme ich mal. Und Toro Bulba. Also einer war richtig, okay. Oh oh, es wird brenzlig. Oh, die Lichter gehen aus. Wir müssen uns beeilen. Ritter der Tafelrunde. Okay, das dürfte ich noch wissen. Ich glaube, Galahad und Tristan waren auf jeden Fall welche. Da
Das wird knapp, glaube ich. Das wird knapp. Substantive im Plural. Ist das dein Ernst? Kakteen, Museen, Atlanten. Ey. Wir müssen Gas geben. Charaktere aus The Walking Dead. Der Governor, ist klar. Ken Grosgrove sagt mir nix. Ich glaube, Robert Neville. Gab's denn nicht Neville? Warte mal. Oh, Leute. Giftige Pflanzen. Leute. Jawohl, das ist ein Sprung. Alles richtig, okay, weiter. Mal sehen, ob wir entkommen. Gleichzeitig mit den Dinosauriern. Seeelefanten, Kängurus, Kolibris. Keiner von denen, oder wie? Das Ende naht, aber im guten Sinne. Oh, nee. Nicht so voreilig. Wenn Sie die Barriere durchbrechen wollen, müssen Sie diese Frage perfekt beantworten. Super. Hoher Proteingehalt. Was hat hohen Proteingehalt? Tempeh kenne ich noch nicht. Karotten, Frühlingszwiebeln. Nein. Das war hart. Ey, du kriegst die Tür nicht zu, ne? Du kriegst die Tür nicht zu. Das war super knapp, Leute. Das war richtig super knapp. So, ich werde jetzt nochmal ein Spiel aufmachen. Wer dabei sein will, einfach jetzt auf Jackbox TV einloggen. Mit dem Handy oder mit dem Tablet. Ihr müsst das Spiel selber nicht haben. Das ganze Spiel läuft auf eurem Tablet oder Handy. Ich gebe jetzt mal hier den Raumcodepreis und den QR-Code, wenn ihr das mit dem Handy oder Tablet kurz einscannen wollt. Dann seid ihr noch schneller in dem Spiel drin. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal, wenn hier jetzt noch jemand mit dazukommt, spielen wir gerne noch eine Runde. Ansonsten machen wir heute hier mal Feierabend. Miss Diana, ich grüße dich. Magst du ein bisschen mit mir spielen? Dann schnapp dir dein Handy oder Tablet und lock dich mal fix auf Jackbox TV ein. Ja, nee, ich spiele jetzt nicht allein. Ich spiele jetzt seit einer Stunde alleine. Sei mir nicht böse. Weil ich kann das Spiel wechseln, dann spielen wir Wer wird Millionär? Das ist ein Solo-Spiel, aber das ist jetzt ein Spiel für mehrere Personen. Das ist auch ein bisschen madig. Also ich spiele das jetzt schon eine Stunde allein und nicht böse sein, weil dann wechsle ich das Spiel, weil das ist so sinnlos ohne Mitspieler. So, Freunde,
Ja, da sich also heute leider keiner zum Mitspielen findet, beende ich mal diese nette kleine Runde hier heute. Ach, Mistiana, doch! Weil jetzt war ich nämlich schon gerade drauf und dran, dass ich das hier beende. Weil, wie gesagt, alleine macht das keinen Sinn. Ne? Das gesamte Spiel ist auf deinem Handy bzw. Tablet. Ne? Also der Großteil sind ja sowieso Fragen. Und ja, und ein paar kleine Minispiele, falls du versagst. Also, keine Angst, es geht nur um dein Leben. Hm? Gut, dann starten wir das Ganze mal. Los geht's. Also keine Angst, ich weiß bei weitem auch nicht alles. Das sind auch fiese Fragen, ne? Also, keine Sorge. Er will ja nicht, dass wir gewinnen. Guck mal, du bist jetzt sogar gleich im Vorspann hier. Da ist sie! So, los geht's. Bist du bereit? Okay, erste Frage. Welche der folgenden Pflanzen ist eine Sonnenblume? Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Frage zu beantworten. Und was stimmt? Wer hat die Frage richtig beantwortet? Ha, haben wir beide versagt. Geht gut los. Kommen Sie mal mit. Oh oh, jetzt kommt die Strafe. Hängen Sie das Bitte-Stören-Schild an die Tür. Wir sind in Zimmer 101. Zeit für die Spenden. Geben Sie sich gegenseitig Geld. Oh. Wer am Schluss am meisten Geld hat, stirbt. Aber wenn er mit was? Mehr als 800 Dollar endet, bringe ich stattdessen Sie um. Oh. Oh, das ist ja gemein. Los! Mal sehen, wo das ganze Geld gelandet ist. Was? Das ist vielleicht viel Geld. Sogar zu viel. Dann sind Sie sicher. Aber das ist ein schlimmer Fehler für einen Investor. Ui! Aua! Mensch, Diana! Ich ertrage keine Stille, deswegen rede ich im Aufzug immer. Aber du kannst trotzdem weiterspielen, keine Sorge. Machen wir weiter. Du siehst nur ein bisschen ungesund aus. Wie heißt das Sparschwein in Toy Story? Oh! Ferkel? Keine Ahnung. Warte mal. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Specki! Niemand hat ich kenne das nicht. Ich habe Toy Story nicht so geguckt. Ehrlich nicht. Willkommen zurück im Mörderzimmer. Das ist die Gedankenverschmelzung. Oh, wir verschmelzen uns Gedanken. Geben Sie eine Antwort ein, die zu der Kategorie passt. Alle anderen dürfen auch was schreiben. Und wenn irgendwer dasselbe hat wie Sie, sterben Sie. Wie fies. Schreiben Sie drauf los. Okay. Ich hab geschrieben. Schauen wir mal, ob es Übereinstimmungen gibt. Na super. Sie sind da haben wir so beide doch Glück gehabt. Dass sie leben dürfen. Schade aber auch. Nächste Station. Auf ein neues. Welche dieser Süßigkeiten enthält kein Karamell? So viel zur Werbung. Maltesers, Twix, Mars, Snickers. Kein Karamell. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort.
Yes! Gut geraten. Machen wir weiter. Was ist nicht für Abendrot verantwortlich? Oh Gott. Jetzt wird's aber hier. Da war ich noch nie gut in solchen Sachen. Warte mal. Jetzt bin ich gespannt. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Wir haben beide richtig gut abgelost. Niemand hatte recht. Jetzt folgen Konsequenzen. Oh oh. Zeit, sich mit einem Passwort zu schützen. Geben Sie auf Ihrem Gerät ein echtes Wort mit 4 Buchstaben ein. Okay. Machen Sie es schön schwierig. Wenn Ihr Passwort erraten wird, sterben Sie. Jetzt muss da Ihre ist es. Das Passwort knacken. Erraten mal sehen, ob du es knacken kannst. Passwort auf Ihren Geräten. Sie kriegen einen Hinweis, wenn Sie einen Buchstaben an der richtigen Stelle haben. Diana, du bist am Zug. Raten Sie drauf los. Tick-Tack, Tick-Tack, die Zeit läuft. Na? Schon die richtigen Buchstaben gefunden? Oh, einen hat sie. Mal sehen, ob sie es knackt. Nein? Die Zeit ist fast um. Ich dachte, heutzutage kann jeder Passwörter knacken. Aber da lag ich wohl falsch. Sorry. Okay, weiter geht's. Wir sind da. Die letzte Runde naht. Jo, Diana, es geht um alles. Was produziert Eier? Oh, Leute, jetzt wird es aber wissen. Hast du auch schon getippt? Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Die Ovarien. Ey, vorher soll ich das wissen? Niemand Hallo. Hatte recht. Ich will Ihnen was zeigen. Eine klassische Oh, das ist ein schönes Kelche. Spiel. Immer wieder schön. Wählen Sie einen Kelch aus, in den das Gift soll. Oh, du darfst den Kelch wählen? Das ist ja fies. Jetzt sind Sie dran. Ich muss jetzt den Kelch wählen. Kelch, aus dem Sie trinken wollten. Ach, das geht runter wie Öl. Mal sehen, was Sie getrunken haben. Jetzt habe ich umsonst die guten Kelche rausgeholt. So einfach kriegst du mich nicht tot hier, meine Liebe. Es ist nur noch einer von Ihnen am Leben. Sie wissen, was das bedeutet. Glückwunsch, dass Sie es lebendig hierher geschafft haben. Aber können Sie auch entkommen? Hier ist Ihre erste Kategorie. Okay, jetzt kommt das Finale. Wie der Weihnachtsmann weltweit genannt wird. Tippen also hier sind mehrere Antworten möglich. Die in die Kategorie passt und drücken Sie dann auf Abschicken. Schauen wir uns die richtigen Antworten an. Okay. Oh. Zaubersprüche in Harry Potter. Okay, damit käme ich doch gar nicht aus. Die Zeit ist fast um. Ich hab's noch eingegeben? Oder hast du noch nicht eingegeben? Doch. Im Publikum
jetzt nicht ideal. Cornflakes. Serial Killers, das klingt geil. Warte mal. Oh, du holst auf. Du holst auf. Mario Kart Strecken. Okay, wer spielt bitte Mario Kart? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir nähern uns dem Ausgang. Lassen Sie sich nicht abhängen. Ist doch nur Dunkelheit. Ja, nee, ist klar. Die sieben Chakren leckt mich am Ärmel. Warte. Kenne ich das? Nein. Die Zeit ist fast um. So viele Glückstreffer. Ah, du bist fix hinterher, Diana. Respekt. Ach, Publikum, ihr Ende naht. Krebstiere. Okay. Boah. Das wird knapp. Das wird knapp. Den Geist nicht ewig davonlaufen. Vierecke. Überholst du mich jetzt etwa? Nee, noch nicht. Ich hoffe, die Dunkelheit erlöst das Publikum von seinem Leid. Eine letzte Falle. Für ihre endgültige Flucht brauchen sie eine perfekte Antwort. Lieder von den Beatles. Und dazu gehört jetzt auch die dritte Antwortmöglichkeit. Das müsste passen. Alle richtigen Antworten finden, um zu entkommen. Ach komm, mach keinen Scheiß. Sie haben Ihren Freund ermordet. Fliehen Sie was? Schnell. Du hast mich ermordet? So langsam, Sie sind raus. Charaktere aus Matrix. Junge. Das, Diana, das war... super knapp. Das war richtig super knapp. Junge, Junge, Junge. Das war eine gute Runde. Aber du hast am Ende richtig fett aufgeholt. Respekt, muss ich sagen. Respekt. Magst du noch eine Runde, Diana, oder eher nicht? Ansonsten natürlich, alle, die gerade zuschauen, ihr könnt mit dabei sein. Einfach auf Jackbox.tv einloggen auf dem Handy oder auf dem Tablet. Ihr müsst das Spiel dazu nicht haben. Das ganze Spiel findet bei euch auf dem Smartphone oder Tablet statt. Einfach Jackbox.tv eingeben, euer Namen und den Raumcode. Raumcode eingeben. H-E-V-T. Oder wenn ihr ganz faul seid, einfach den QR-Code links im Bild scannen. So, schauen wir mal, ob sich noch jemand dazu gesellt. Palim, palim. Mono Black, ja grüß dich, long time no see. Ja, jetzt kommt doch mal Spaß in die Runde auf. So, wir haben drei Zuschauer, vielleicht magst du ja vierte im Bunde auch mit dabei sein. Einfach jetzt einloggen auf Jackbox.tv, Namen eingeben... Raumcode eingeben und schon geht's ab. Alles, was ihr braucht, ist ein Handy oder Tablet. Counter läuft. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Schulz, los geht's. Vorspann. Also, schnell noch durchatmen. Et voilà. Euch beiden viel Glück. Welches dieser Gerichte wurde in den USA erfunden? Okay. Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Frage zu beantworten. Und was stimmt? Wer hat die Frage? Was ist Chimichanga? Jetzt ohne Scheiß. Was ist das? Kennt das jemand? Willkommen im Mörderzimmer. Oh, das ist gut. Ich gebe Ihnen allen je ein Telefon, aber ich habe nur zwei Telefonnummern. Oh, wählen oh. Sie vor allen anderen eine dieser Nummern auf Ihrem Bildschirmtelefon, sonst sterben Sie. Ist das euer Ernst? Diese Umständlichkeit ist doch zu köstlich. Alter! Alter! Ich rutsch hier immer ab am Telefon. Nein! Wer war das? Bruno Black! Mist. So langsam. Ich muss weg. Wie konntest du das so schnell wählen, Modo? Der Mann mit dem flinken Finger. Den Aufzug werden Sie noch öfter sehen, also gewöhnen Sie sich schon mal dran. Junge, das geht aber gut los hier. Aber alle noch 0 Punkte. Auf ein neues. Welche Art von Spiegel lässt einen extrem groß, dünn und seltsam aussehen? So sehe ich mich irgendwie in jedem Spiegel. Oh. Moment, groß, dünn? Warte mal. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Mist. Mono, woher weißt du sowas? Sag mal, willst du mich jetzt fertig machen hier? Was ist mit dir los? Machen wir weiter. Welches dieser Gemüse zählt genau genommen als Blume? Brokkoli, grüne Bohne, Erbse oder Rosenkohl? Bin mal gespannt. Das gewählt? Das ist die Antwort. Ihr wollt mich doch fertig machen, ihr beiden. Ihr wollt mich doch fertig machen. Okay, okay. Auf ein neues. Wie versuchen die Protagonisten in Jules Vernes die Reise zum Mittelpunkt der Erde dorthin zu gelangen? Oh, das wusste ich mal. Warte mal. Ja, das habe ich gelesen und gehört. Und gesehen sogar als Film. Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Ha! Irgendwann muss Einer ich ja auch mal gewählt. Ist noch am Leben. Jetzt folgen Konsequenzen. Oh oh.
Willkommen in Zimmer 217. Wer hat einen siebten Sinn? Geben Sie eine Antwort ein, die zu der Kategorie passt. Alle anderen dürfen auch was schreiben. Und wenn irgendwer dasselbe hat wie Sie, sterben Sie. Okay. Schreibt nicht dasselbe, macht keinen Scheiß. Antworten jetzt. Okay. Ich bin gespannt, was Diana hat. Schauen wir mal, ob es Übereinstimmungen gibt. Nein! Ein Mensch, Mono! Paar, das sie in die Hölle bringt. Wir sind doch noch gar nicht bei der letzten Runde. Sie sollen nicht alle schon vorher sterben. Wir versuchen's ja. So, wir haben noch eine Chance, Freunde. Ich brauche mehr Schlaf. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Dann wohl auf ein neues. Zeit für die nächste Frage. Welche dieser Automarken kommt aus Südkorea? Südkorea? Warte mal. Boah. Bin ich ein Autocrack? Nee. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Hihi. Ich will Ihnen was zeigen. Ja, dann wartet das mal aus, ihr beiden. Jetzt lernen Sie mal Gehorsam. Oh oh. Befolgen Sie so viele Regeln, wie Sie können, bevor die Zeit abläuft. Alle anderen spielen auch. Und wenn irgendwer mehr Regeln befolgt als Sie, sterben Sie. Oh Mann. Los! Bei diesem Spiel trainieren Sie Ihre kognitiven Fähigkeiten. Naja, falls Sie es überleben. Die Regelzeit geht dem Ende zu. Sorry, aber Regeln sind Regeln. Schon wieder tot, was? Diesmal bleibt's aber auch so. Junge, Junge, wer hat jetzt die Runde eigentlich gewonnen? Gar keiner, ne? Wir sind alle draufgegangen. Jämmerlich, elendig. So. Ich möchte jetzt nochmal einem neuen Spieler auch die Runde geben, noch mit dazu zu kommen. Das heißt, ich starte jetzt hier nochmal ein neues Spiel. Wenn ihr dabei sein wollt, ihr beiden wieder, natürlich könnt ihr euch gleich wieder mit einloggen. Ansonsten, wer noch nicht mit dabei ist, ganz einfach jetzt mit dem Handy oder Tablet einloggen bei Jackbox TV. Gebt euren Namen ein und den Raumcode, der kommt jetzt. Und der Raumcode ist EZZP. Oder einfach den QR-Code links im Bild scannen. Hallo Steffi, willkommen in der Runde. Mono Black ist auch wieder mit dabei. Diana, machst du auch noch eine mit? Wunderbar. Sehr schön. Dann würde ich sagen, legen wir los. So, jetzt nochmal kurz Zeit zum Durchschnaufen und dann geht's los. Und es geht wieder los. Okay, erste Frage. Welchen Namen hat Persien heute? Tricky.
Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Frage zu beantworten. Na, Steffi? Wie sieht's aus? Und was stimmt? Wer hat die Frage richtig beantwortet? Hola! Nun zu allen anderen. Es ist Zeit. Eure Aufgabe. Willkommen im Mörderzimmer. Spielen wir mit den Gruselwürfeln. Würfeln Sie so oft Sie wollen, um Ihre Punktzahl zu erhöhen. Den Spieler mit den wenigsten Punkten bringe ich um. Aber wer über 21 kommt, wird stattdessen umgebracht. Und nicht vergessen. Wenn jemand einen Schädel würfelt, bekommen alle einen Punkt dazu. Oh, ich darf mitwürfeln. Sehr schön. Ich tüftle schon seit einer ganzen Weile an diesem Spiel. Also gefällt es Ihnen hoffentlich. Letzte Chance, noch ein paar Extra-Würfe reinzukriegen. Sie scheinen kein Glück mit den Würfeln zu haben. Das tut weh. Hier halte ich die Punkte von allen fest. Gefällt es Ihnen? Keine Sorge, es geht trotzdem weiter. Machen wir weiter. Wann ereignete sich der erste Angriff mit einem U-Boot? Oh, wer ist hier in Geschichte gut? Also ganz ehrlich, ich musste jetzt auch tippen. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Im Ernst? Steffi, Credits. Nun zu allen von Ihnen, die noch am Leben sind. Kommen Sie mal mit. Okay. Diana, wir müssen zum Ausbaden. Willkommen zurück im Mörderzimmer. Noch ein Würfelspiel? Ich weiß, ich habe ein totales Faible für Würfel. Fangen wir mit den Extrawürfeln an. Na, oh Mann. Los. Geben Sie Ihre Würfel weiter, um jemandem das Leben schwer zu machen. Was? Werfen Sie! Der Spieler mit der höchsten Punktzahl stirbt. Oh Mann. Oh, knapp, ganz knapp. Irgendwann das Glück. Ganz knapp. Oh, Steffi führt. Ob man in anderen Aufzügen wohl mehr oder weniger Geister finden würde? Spannende Frage. Auf ein neues. Auf welcher britischen Fernsehshow basiert Let's Dance? Also ich hätte Let's Dance gesagt. Echt jetzt? Weiß das, ich muss raten. Weiß das irgendjemand? Ich nicht. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Ja. Woher? Die Mädels wissen sowas, ne? Ich will Ihnen was unglaublich zeigen. Hier dürfen Sie versuchen, sich mit einem Passwort zu schützen. Geben Sie auf Ihrem Gerät ein echtes Wort mit 4 Buchstaben ein. Machen Sie es nicht so einfach. Wenn jemand Ihr Passwort knackt, sterben Sie. Okay. Macht mir keinen Mist, jetzt Leute. Jetzt müssen alle anderen versuchen, das Passwort zu knacken. Erraten Sie als Team über Ihre Geräte das Passwort. Sie kriegen einen Hinweis, wenn Sie einen Buchstaben an der richtigen Stelle haben.
Macht euch nicht so viel Mühe. Alles gut. Wenn jemand das Passwort in der Zeit errät, werden alle belohnt. Seien Sie nicht egoistisch mit Ihren erratenen Buchstaben. Ich hoffe, Ihr Echt jetzt, Diana? Ist besser geschützt. Verräter. Okay. Einmal gut durch, bitte. Mist, Sie sind alle zu früh gestorben. Wie blöd. War das ein Zeitsprung? Wie krass. Versuchen Sie diesmal länger am Leben zu bleiben, ja? Zeit ja, für die nächste versuchen, Frage. Ja. Wo die Fragen sind diesmal echt fies. 2013 im mysteriösen Cecil Hotel in Los Angeles die Leiche einer Frau gefunden. Ich glaube, das habe ich mal in der Doku gesehen. Warte mal. Ich glaube, da gab es auf YouTube oder Netflix gab es das mal. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Yo! Steffi guckt auch True Crime, okay. Das sehe ich nicht gerne. Machen wir weiter. In welchem Jahr wurde das Märchen Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen zuerst veröffentlicht? Da müsste man natürlich wissen, wann der Mann gelebt hat, ne? Das ist das Ding. Boah. Ich weiß es nicht. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, Diana, wir beide wieder, ne? Mal wieder. Sie bekommen das langweiligste aller Geschenke. Ein Rubbellos. Einfach $3 freirubbeln und Sie überleben. Ganz einfach. Scherzkeks. Aber wenn Sie nur einen Schädel aufrubbeln, sterben Sie. Viel Erfolg. Mist. Wer eine Niete hat, kommt mit mir. Hattest du kein Rubbellos, Diana? Vermasselt? Na schön, dann sehen Sie meine coole letzte Runde halt nicht. Kerle. Wir haben alle zusammen wunderschön versagt. Jetzt mal die Frage in die Runde. Schreibt mir doch mal ganz kurz in den Chat, die Leute, die jetzt dabei sind, wollt ihr jetzt noch eine Runde spielen? Weil dann mache ich noch mal eine offene Runde auf. Dann nehmen wir gerne natürlich auch neue Spieler rein, für die, die jetzt zuschauen. Ihr könnt alle mitspielen. Ihr müsst dieses Spiel nicht haben. Einfach auf dem Handy oder Tablet einloggen. Auf jackbox.tv oder den QR-Code scannen und den Raumcode eingeben. Hier ist er. Gib den Raumcode ein, um zu spielen. T-W-Q-N. Palim. Da sind wir wieder. Noch 10 Runden, ja, aber sehen, der Abend ist noch jung. Schauen wir mal, ob noch jemand dazukommt. Also bis zu 8 Spieler können mitspielen. Peruvin? Okay. Was mit dem Mono? Wo bist du denn? Wo ist der Mono Black? Hast du ein Problem mit dem Einloggen oder? So, ich warte noch mal kurz. So, schreib mir bitte mal kurz im Chat. So, wie gesagt, wir haben noch Platz. Wenn du gerade zuschaust und Bock hast mitzumachen, zieh dein Tablet oder Handy, gib Jackbox TV ein, gib einen Spielernamen ein und ganz wichtig, den Raumcode eingeben. Und schon bist du mit dabei. Ach so, du bist Peruvin. Okay. So, dann würde ich sagen, starten wir einen kleinen Countdown. 10 Sekunden. Wer sich da noch einloggen will in die Runde, kann das während der Zeit machen. Ansonsten starten wir die Runde. Also, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2 Viertel, 1, 0. Ab dafür! Also Peruwin wäre ja mal was, wenn ich mal gewinnen würde. Also wir haben zu viert es noch nicht geschafft, dass einer überlebt. Na gut, erste Frage. Welchem Charakter verlieh Tom Hanks in Disneys Toy Story seine Stimme? Zumindest in der englischen Version. Das wusste ich mal. Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Frage zu beantworten. Und was stimmt? Ja, der gute alte Woody. Richtig beantwortet. Nun zu allen anderen. Es ist Zeit. Jawohl, es ist Zeit. Willkommen in Zimmer 105. Spendenzeit. Macht mal, Jungs, Mädels. Sich gegenseitig Geld. Wer am Ende am meisten Geld hat, stirbt. Aber wenn er mit mehr als $800 endet, bringe ich stattdessen Sie um. Dann mal los. Los! Ich bin gespannt. Lassen Sie mal das Geld sehen. Und? Sieht aus, als wäre Geld die Wurzel all ihrer irgendwas. Naja, ich arbeite noch an einem guten Spruch dafür. Einmal gut durch. Ich will jedes Mal alle Knöpfe drücken, aber keine Sorge, ich halte mich zurück. So, Mono auf Gleichstand mit mir. Sehr schön. Auf ein neues. Wer schrieb den Klassiker Alice im Wunderland? Das wusste ich tatsächlich mal. Ich glaube, ich weiß es immer noch. Wisst ihr es auch? Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Nun zu allen von Ihnen, die noch am Leben sind. Jetzt folgen Konsequenzen. Genau. Willkommen in Zimmer 217. Mehr Würfel? Da sag ich nicht nein. Fangen wir mit den Extrawürfeln an. Oh, wir würfeln wieder gegen die anderen, Diana. Geben Sie Ihre Würfel weiter, um jemandem das Leben schwer zu machen. Na, wem gibst du es, Diana? Oh, ist das fies. Würfeln Sie. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl stirbt. Oh, ist das böse. Tja, so fallen die Würfel nun mal. Wir zocken heute Trivia Murder Party hier. Herzlich willkommen übrigens. Du kannst gerne in der nächsten Runde mitspielen. Du brauchst lediglich ein Handy oder ein Tablet. Das Spiel dazu musst du nicht haben. Wenn du Lust hast, in der nächsten Runde mitzuzocken, gerne. Als ich klein war, wurde der Aufzug von einem alten Mann namens Stan betrieben. Toller Kerl. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte ihn nicht in den Aufzugsschacht geschubst. Was? Was war das? Machen wir weiter. Wo tauchte Waluigi zum ersten Mal auf? Okay, wer kennt Waluigi? Was ist denn das? Okay, die Super Mario Fans sind hier gefragt. Ich bin da raus. Ich bin da total raus. Ich rate einfach mal. Nee, du musst dir gar nichts installieren, Lea. Du musst nur auf Jackbox TV gehen, wenn die nächste Runde beginnt. Dich einloggen mit dem Handy bzw. Tablet. Und das Spiel läuft dann auf deinem Handy. Ey, Vorsagen bitte nicht. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort.
Keiner richtig. Mir nach. Oh, hey, mehr Würfel. Der hat echt eine Vorliebe für Würfel. Wollen, um ihre Punktzahl zu erhöhen. Den Spieler mit den wenigsten Punkten bringe ich um. Aber wer über 21 kommt, wird stattdessen umgebracht. Und nicht vergessen. Wenn jemand einen Schädel würfelt, bekommen alle einen Punkt dazu. Oh oh, oh oh. Okay, los geht's. Irgendwie gruselig mit den Schädeln auf den Würfeln. Absolut. Okay. Hab ich sie. Ah. Das Mist. Sprengt den Rahmen. Ja, und vor allen Dingen mich wahrscheinlich. Scherzkeks. Also drei von uns sehen schon ziemlich ungesund aus. Wir sind da. Die letzte Runde naht. Okay, letzte Freunde, wir sind dicht dran. Wir sind dicht dran. Was bedeutet Trompe-l'œil in der Malerei? Will der mich verarschen? Was hat der für Fragen? Trompe-l'œil. Oh, was ist das? Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Ah, fuck. Kommen Sie mal mit. Habt ihr das gewusst oder geraten? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Sie haben 45 Sekunden, um aus diesem Raum zu entkommen. Sonst sterben Sie. Ganz schön stressig, nicht wahr? Sie das habe ich mir gedacht. Einfach nur eine Pause machen und tief durchatmen. Wenn Sie dann weitermachen, bin ich mir sicher, dass Sie es verstanden haben. Ich verstehe momentan gar nichts und dieses Spiel schon gar nicht. Ich weiß nicht, was er von mir will. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Das ist das einzige Spiel, was ich bis heute nicht verstanden habe. Wer es verstanden hat, kann es mir gerne verraten. Wenn sie drauf kommen, werden sie sich richtig ärgern. Wir werden uns alle, glaube ich, gleich ärgern. Oh, war das zu abstrakt für Sie? Werden wir mal etwas konkreter. Ist das fies, ey. Da könnte man hochgehen, Steffi, hä? Kleines Wortspiel. Wow, Sie sterben ja schnell. Irgendwen brauche ich aber noch. Wir sind alle also schon tot. Natürlich ist er auch ein Serienmörder. Also, was verlangst du? Geld. Jedenfalls. Der Moment ist gekommen. Leute. Jetzt geht's ans Finale, Freunde. Sie haben es so weit geschafft. Aber können Sie auch entkommen? So, wer entkommt zuerst? Hier ist Ihre erste Kategorie. Bücher des Alten Testaments. Tippen Sie auf jede Antwort, die in die Kategorie passt, und drücken Sie dann auf Abschicken. Schauen wir uns die richtigen Antworten an. Geschichten aus dem Buch der Struwwelpeter. Oh Mann. Die Zeit ist fast um. Das ist so lange her. Das war zu einfach. Okay, Steffi holt ein bisschen auf. Taxonomische Rangstufen. Das ist gar nicht so leicht. Überhaupt nicht. Frage. Dinosaurier. Okay. Steffi, du musst Gas geben. Drehen Sie sich ja nicht um. Hinter dir wird's knapp. Angst im Dunkeln?
Hier, Stranger Things, komm. Das wisst ihr alle. Ach, ich muss mir schwerere Fragen ausdenken. Nächste Frage. Berufe mit Booten. Die Zeit ist fast um. Oh oh, gleich könnte es vorbei sein. Ah. Das bremst sie aus. Wenn sie die Barriere durchbrechen wollen, müssen sie diese Frage perfekt beantworten. Und dazu gehört jetzt auch die dritte Antwort. Rot-weiß-blaue Flaggen. Alle richtigen Antworten finden, um zu entkommen. Ach, Steffi, Mensch! Für Sie. Zitate von Liam Neesons Figur in 96 Hours. Oh, nein! Nein, nicht genug. Ah, Leute, das wird so sauknapp für uns alle. Akronyme. Die Zeit ist fast um. Hey, Diana wusste es. Nirgendwohin. Ein Geist hat ihre Lebenskraft geraubt. Oh, Mann. Berühmte Duos, bei denen einer ein Hund ist. Die Zeit. Junge. Das war so knapp ein Ende, Freunde. Das war so knapp. Lea, möchtest du die nächste Runde mitspielen? Geht natürlich für alle anderen, die neu dazugekommen sind, natürlich auch. Wunderbar, dann starte ich gerne nochmal eine neue Partie. Wer nochmal mit dabei sein will, von den bisherigen Spielern natürlich wieder mit einloggen. Ich mache einen neuen Raum für uns auf. Und wer auch noch mit dabei sein will, einfach Handy oder Tablet zücken, Jackbox TV eingeben. Gebt euch einen Namen. Und dann gebt ihr den Raumcode ein und der kommt jetzt. Und der Raumcode ist TXGQ. So, los geht's. Ihr könnt euch jetzt anmelden. Je mehr Spieler, desto witziger das Spiel. So, Twitch MB, bist du das, Lea? Steffi, Lady Cool, willkommen im Spiel. Ist der Mono auch nochmal mit dabei? Oder bist du schon drin? Ach, Lady Cool ist die Lea. Okay. Twitch, ach so, das ist der Mono Black. Alles klar. Dann sind wir jetzt zu fünft. So. Ich sehe, dass wir aber noch ein paar mehr Zuschauer haben. Ihr könnt auch mit dabei sein. Einfach Handy oder Tablet nehmen, Jackbox TV eingeben, euren Namen und den Raumcode TXGQ. Ihr müsst das Spiel dafür nicht haben. Alles findet auf eurem Handy oder Tablet statt. Ich starte den Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und los geht's. Viel Spaß.
Der NRWler, moin. Ja, habe ich schon gesehen. Alles klar, danke dir. Das ist die für PlayStation. Xbox ist noch nicht festgelegt. Ist nicht ausgeschlossen. Ist nur nicht festgelegt. Guti, bei uns startet die nächste Runde. Ich wünsche euch viel Spaß, Leute, und viel Glück. Okay, erste Frage. Was war das erste entdeckte Antibiotikum? Das ist eine gute Frage. Um die Frage zu beantworten. Da war aber... Wer war denn da so schnell? Steffi, weißt du das echt? Und was stimmt? Wer hat die Frage richtig beantwortet? War doch nicht so schwer, wie ich dachte. Och Mensch, Leo. Bleiben übrig. Es ist Zeit. Willkommen in Zimmer 101. Bitte nicht rauchen. Hoffentlich können Sie Ihre Gedanken abschotten. Geben Sie eine Antwort ein, die zu der Kategorie passt. Ein Spiel in Jackbox Party Pack 5. Und wenn irgendwer dasselbe hat wie Sie, sterben Sie. Schreiben Sie drauf los. Da muss ich echt passen. Okay. Die Zeit ist fast um. Ja, wenn du es nicht weißt, gib irgendwas ein. Einer von Ihnen hat die Frage nicht beantwortet. Schon okay. Ich habe auch mitgespielt und auch nicht geantwortet. Also, stimmt überein. Irgendwie unspannend. Aber tot ist tot. Okay, tot ist tot. Da ist was dran. Schauen Sie mal. Im Aufzug zeige ich Ihnen den Punktestand. Ziemlich cool, oder? Sieht recht ausgewogen aus, bis auf Lea. Tut mir leid. Auf ein neues. Welcher Superheld ist nicht von königlichem Blut? Oh. Königliches Blut. Also Black Panther, Wonder Woman, Doctor Strange, Aquaman. Wer kennt sich mit Comics aus? Gewählt? Das ist die Antwort. Ha! Nun zu allen anderen. Ich will Ihnen was zeigen. Oh ja. Willkommen zurück im Mörderzimmer. Telefonmann, geht ans Telefon. Der Telefonmann. Ich gebe Ihnen allen je ein Telefon, aber ich habe nur zwei Telefonnummern. Wählen Sie vor allen anderen eine dieser Nummern auf Ihrem Wählscheibentelefon, sonst sterben Sie. Ein Spiel für flinke Finger. Spieler sind sehr gut in diesem Spiel. Der Mono wieder, der Mann mit den flinken Fingern. Unglaublich. Die Zeit ist fast um. Steffi, was war los? Es gibt kein Fair in Verwählt. Okay, weiter geht's.
Machen wir weiter. Wie heißt der letzte Band der Trilogie Die Tribute von Panem? Komm Mädels, ihr seid am Zug. Ich wette doch, ihr habt die Filme gesehen, oder? Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Einer von Ihnen ist noch am Leben. Hat keiner von euch die Filme gesehen? Freunde! Sie kriegen eine Chance, Ihr Leben mit einem Passwort zu schützen. Geben Sie auf Ihrem Gerät ein echtes Wort mit 4 Buchstaben ein. Machen Sie es schön schwierig. Wenn Ihr Passwort erraten wird, sterben Sie. Jetzt müssen alle anderen versuchen, das Passwort zu knacken. Erraten okay, Sie Leute. Über Ihre Geräte das Passwort. Sie Lasst uns unser Hinweis, Schlimmstes wenn tun. Wenn Sie einen Buchstaben an der richtigen Stelle haben. Wenn jemand das Passwort in der Zeit errät, werden alle belohnt. Das ist eine Teamaufgabe, also sprechen Sie über Ihre Wörter und Hinweise. Ah! Die Zeit ist fast um. Mist. Ich dachte, heutzutage kann jeder Passwörter knacken. Aber da lag ich wohl falsch. Okay. Wir sind da. Sobald nur noch ein Spieler am Leben ist, beginnen wir mit der letzten Runde. Nächste Frage. Wie lautete Johnny Cashs Geburtsname? Boah, das ist jetzt nun wirklich ein Classic, oder? Cash, Green, Cardullo, Nichols. Muss ich raten. Weiß das jemand wirklich? Ich weiß nicht. Haben Sie das gewählt? Das ist die Das war echt sein Name? Okay. Das wäre ein Künstlername. Gute Neuigkeiten. Bitte, rechnen Sie so viel Sie können, bevor die Zeit um ist. Läuft. Spielen mit. Wenn jemand besser ist als Sie, werden Sie bestraft. Ja, natürlich. Läuft. Los geht's. Zahlen kommen in allen Formen und Größen. Ist das nicht wundervoll? Schnell rechnen Sie fertig. Mist! Sie sind mit einem Messer zu einem Mathekampf gekommen. Mist! Was schlecht ist. Wie peinlich. Da bin ich platt. Kill-Bonus. Es ist nur noch einer von Ihnen am Leben. Sie wissen, was das bedeutet. Yo, Leute, es geht ins Finale. Bitte? Schön ich bin sehen, immer so nett Sie zu euch. Es lebendig hierher geschafft haben. Aber werden Sie auch entkommen? Hier ist Ihre erste Kategorie. Nach Personen benanntes Essen. Tippen Sie auf jede Antwort, die in die Kategorie passt, und drücken Sie dann auf Abschicken. Okay. Aber noch haben wir alle eine Chance. Schauen wir uns die richtigen Antworten an.
Freizeitparks in Deutschland. Die Zeit ist fast um. Ich mach die Fragen nicht. Ah, wir holen auf, Freunde, wir holen auf. Hinter ihm ein Geist. Backzubehör. Lebenskraft. Mein Leben ist wieder da. Mal sehen, wie lange noch. Was? Boxen fragen dich? Was ist da los? Diesmal ja. Oh, ach, jetzt holt er sich von mir zurück. Ja, guck ihn dir an. Es wird brenzlig. Ist doch nur Dunkelheit. Ja, ja. Inseln im Mittelmeer. Die Zeit ist fast um. Mistiana zieht vorbei. Sandwiches by Subway. Okay, da bin ich raus. Ich weiß nicht, wer bei euch da verkehrt, aber ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Machen wir weiter. Lea, gib Gas. Bücher der Fünf-Freunde-Reihe. Ja, der Superpapagei war übrigens der Folge der drei Fragezeichen. Genießen Sie die Schatten der Vergessenheit. Mensch, ja. Nicht so schnell. Für Ihre endgültige Flucht brauchen Sie eine perfekte Antwort. Und Erzengel Ultravox. Das ist geil. Das gefällt mir. Sie müssen alle richtigen Antworten finden, um zu entkommen. Alter, wird das knapp wieder. Bücher aus der Reihe Der Zauberer von Oz von L. Frank Baum. Die Zeit ist fast um. Na? Juhu! Hallo, ich bin nicht vor 300 Jahren geboren. Hallo? Ich glaube, es hackt. Apropos krankes Spiel. Also wenn das keine kranke Partie war, dann weiß ich es auch nicht. Leute, Freunde der Sonne. Ich würde noch eine letzte Partie machen, wenn ihr wollt. Und da würde ich es für heute Abend gut sein lassen. Eins starte ich noch. Und hier auch die letzte Gelegenheit für alle, die jetzt nochmal dabei sein wollen, die da jetzt gerade noch zugucken und denken, wäre ich schon gern dabei. Jetzt eins einfach zum Handy und Tablet greifen, Jackbox TV eingeben, Namen eingeben und diesen Raumcode. Gib den Raumcode ein, um zu spielen. YSNE. So, letzte Chance für heute Abend. Palim Palim. So, warten wir noch ein paar Sekunden.
Aber ich finde das mal eine schöne Abwechslung, ne? Man kann ja nicht immer nur Simulationen oder andere Games zocken. Zocken wir mal zusammen, ich finde, das macht viel mehr Spaß. Aber schön, dass ihr dabei seid. Wenn euch das Ganze übrigens gefällt, was ich hier so treibe, lasst gerne mal ein Like oder Follow da. Freue ich mich immer drüber, kostet euch nichts und unterstützt diesen kleinen, charmanten Kanal. Dankeschön, das nur nebenbei. Guti, dann ja, starte ich zum letzten Mal heute Abend den Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Euch allen viel Glück. Danke für dein Follow, Steffi. Danke für deinen Support. Mach ich gerne, wenn ihr dabei seid. Erste Frage. Wie heißt der ganzen Roses-Gitarrist Slash mit echtem Vornamen? Das ist eine Hammerfrage. Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Frage zu beantworten. Das ist eine harte Frage. Da muss man sich echt auskennen. Und was stimmt? Wer hat die Frage richtig beantwortet? Na? Gratulation, Diana, wusstest du es oder geraten? Zu allen anderen. Jetzt folgen Konsequenzen. Zimmerservice, wir sind in Zimmer 105. Okay, wir müssen diese Speiseaufzüge benutzen. Wenn Sie alle denselben Aufzug wählen, stirbt niemand. Aber bei Gleichstand töte ich alle auf der schwereren Seite. Es liegt in der Natur des Menschen, sich zu einigen. Oder doch das Gegenteil? Oh. Mach keinen Scheiß, Leute. Mal sehen, wo Sie alle gelandet sind. Aufzug ist eine Todesfalle. Aber wirklich jetzt. Es führt Diana und meine Wenigkeit noch. Auf ein neues. Woher kamen die ersten Schornsteinfeger? Von oben? Ich weiß keine Ahnung. Ja, von oben. Das wäre eine Option gewesen. Da wäre ich mir sehr sicher gewesen. Aber er ist nicht dabei. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Niemand hat... Wir losen alle. Sie mal mit. Willkommen in Zimmer 217. Noch ein Würfelspiel? Ich weiß, nein. Ich habe ein totales Faible für Würfel. Fangen wir mit den Extrawürfeln an. Na los, geben Sie Ihre Würfel weiter. Macht keinen Scheiß, Leute, macht keinen Scheiß. Ihr seid sehr nett. Sehr nett zu mir. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl. Würfel lügen nicht. Okay, das werde ich mir merken, Freunde. Das werde ich mir merken. Okay. Ihr wollt es so? Okay. Ist notiert. Wieder in das Mörderhotel meiner Eltern zu ziehen, ist nur vorübergehend, bis ich weiß, wie es weitergehen soll. Ich will nicht wie Sie werden. So, Diana und ich führen noch. Immerhin. Tot oder lebendig. Weiter. Wie wird nach Knigge der Tisch richtig gedeckt? Oh, das ist jetzt mal hier was für Fachkenner hier, ne? So, links, Löffel rechts. Das ist knifflig. Haben Sie das gewählt?
Das ist die Antwort. Wenn nur Geister falsch liegen, sind wir noch ewig hier. Das ist ja ätzend. Auf was ihr alles wisst. Ich packe ja gerade für meine Reise und ich habe echt Angst, dass mein Koffer zu schwer ist. Welches ist das schwerste Organ des menschlichen Körpers? Oh. Der Magen, die Leber, das Gehirn. Was man so alles im Koffer hat, ne? Das gewählt? Das ist die Antwort. Niemand hatte recht. Jetzt folgen Konsequenzen. Geben ist seliger denn nehmen. Geben Sie sich gegenseitig Geld. Wer am Schluss am meisten Geld hat, stirbt. Aber wenn er mit mehr als $800 endet, bringe ich stattdessen Sie um. Na, dann seid mal großzügig. Los! Immer dem nicht knausern. Zum ersten Mal bekommen die Reichen die Konsequenzen zu spüren. Es bleibt in der Familie. Oh, Diana, hier ganz weit vorne. Was ist da los? Du punktest heute aber richtig gut, du. Wir sind da. Die letzte Runde naht. Nächste Frage. Wie viele Bauern stehen auf einem vollständigen Schachbrett? Ach, du ahnst es nicht. Haben Sie das gewählt? Das ist die Antwort. Ah, Mist. Einer von Ihnen ist noch am Leben. Es ist Zeit. Ja, wer ist denn das? Ja, wer ist denn das? Mein alter Freund, das Unglücksrad. Ja, dann dreh mal am Rad, Alter. Drehen Sie das Ding. Ist ja ganz viel Leben drauf. Drehen Sie dich, fantastisches Rad. Pech gehabt. Natürlich. Ach Mist, habe ich alle umgebracht? Dann belebe ich einen von ihnen wieder. Sehen Sie, okay. Viel Geld zu haben ist schon sinnvoll. Der Moment ist gekommen. Alter, ich bin richtig hinten dran. Was ist denn da los? Okay, Leute, das letzte Finale. Gebt alles. Hier ist Ihre erste Kategorie. Romane von James Patterson. Wer es auch kennt. Tippen Sie auf jede Antwort, die in die Kategorie passt und drücken Sie dann auf Abschicken. Schauen wir uns die richtigen Antworten an. Oh. Tomatensorten. Tomaten. Die Zeit ist fast um. Alter, ich kenne mich mit dem gar nicht aus. Aber richtig geraten. Sie sich okay. Nicht um, da ist ein Geist. Oh. Amerikanische Zeichentrickserien. Produkte. Das könnte noch mal knapp werden, Jan.
Das Feld rückt zusammen. Die Dunkelheit zieht auf. Tiere, die Winterschlaf halten. Die Zeit ist fast um. Der Geist kann ihre Ich häng da immer noch, das kann doch nicht sein. Wie der Grinch beschrieben wird. Oh, Steffi, jetzt aber. Wörter mit drei Silben. Hier ist noch alles drin, Leute. Hier ist noch alles drin. Ein Lebenstausch. Städte mit mehr als 1 Million Einwohnern. Die Wen meinst du mit Opi? Frechheit. Es ist noch nicht vorbei. Wenn Sie die Barriere durchbrechen wollen, müssen Sie diese Frage perfekt beantworten. Und dazu gehört jetzt auch die dritte Antwortmöglichkeit. Leute, was geht hier ab? Skins in Fortnite. Käsereiber, gibt's das? Sie müssen alle richtigen Antworten finden, um zu entkommen. Alter, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt zum Schluss. Französisches Gebäck. Junge. Das war ein super knappes Finale, Leute. Danke dafür. Das war richtig, richtig spannend nochmal zum Schluss. Miss Diana gewinnt die letzte Runde. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn ihr Lust habt, dann spielen wir es gerne mal wieder. Ne? Schreibt es mal einfach mal in die Kommentare, wenn ihr mal wieder Lust drauf habt, das zu zocken. Dann werde ich das mal irgendwann wieder für euch einplanen. Ne? Wenn ja, dann werde ich das ankündigen auf meinem Twitter-Kanal bzw. auf Facebook, auf Instagram. Die entsprechenden Kanäle dazu findet ihr auf meinem Twitch-Kanal, nämlich unter twitch.tv/peruplays. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, ihr habt ein schönes Spiel gehabt, viel Spaß und ich wünsche euch erstmal eine schöne Nacht und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder am Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und danke fürs Zuschauen und mitspielen. Sure.